It was the last days of the Second World War. We were hostages of the SS. We, women and children of the resistance, together with prominent Hitler adversaries from all over Europe. It's about enough to liquidate us all. We were on an odyssey through the failing Third Reich. We never knew our destination. Fear, uncertainty, and helplessness were our constant companions. Wo fahren wir denn jetzt schon wieder hin? Wir machen einen Ausflug. They had taken my beloved children. The only thing keeping me alive was my hope to hold them again one day. I am Faye von Hasselpirzia Biroli. And I'm Jimmy James, pilot of the Royal Air Force. We're sitting ducks here. Each day could be our last. Did the SS still need us, or were they trying to get rid of us? Raking the Brenner Pass again and flattening us. And their hand grenades will take care of the rest. It would be a cruel joke if our own men sent us to our deaths. But was that really the plan of the SS, as Wings thought? Die wollen links nur noch ihre Haut retten. Die brauchen uns. Lebendig. Wenn sie jetzt fliehen, dann riskieren sie nicht nur ihr Leben, sondern unser aller Leben. Ihnen tut doch hier niemand was. Wir sitzen schon 5 Jahre in dieser verdammten Scheiße und die Hälfte unserer Männer ist tot. Captain. Wings. Denken Sie doch an die Kinder. The sight of the many children among us reminded me of my boys whom they had taken from me. It pained my heart. Gib mal mit der Tante her. Nur ein bisschen spazieren. Wings. Jimmy? James. This might be our only chance. But at what cost? Let it go, Wings. Wir sind doch die Ersten, die sich hier abknallen wie die Ratten. Und der Bade wartet nur auf seine Chance. Let's not give him a reason. I felt bad for disappointing my friend, Wings Day. But the SS surely would take vengeance on the other prisoners if we fled now. Real sleep was inconceivable that night. The SS guards had withdrawn. Was it a trap? Were they waiting for an escape attempt to do us in? Many of us feared the worst. In the early morning hours, they reappeared. Dort sein. Alle vollzählig, Obersturmführer. Abfahrt! We drove down the Brenner Pass into South Tyrol, Italy's German-speaking province.
and then we realized that we had company. Vehicles were following us. Gary Baldi's people are behind us. It was whispered back and forth in the bus. The SS weren't allowed to hear it. Not military vehicles. Possibly Italian partisans looking for a German target. Kann ich Sie einen Moment sprechen, Obersturmführer? Wir haben Gesellschaft bekommen. Ist Ihnen das auch schon aufgefallen, Leutnant? Die Partisanen könnten ihre Befehle empfindlich stören. Für diese Erkenntnisse brauche ich sie nicht. Vielleicht täuschen sie sich. Vielleicht brauchen sie mich doch. Sie wissen, wie dieser Krieg enden wird. Dann können sie sich nicht mal den Baum aussuchen, an dem sie hängen werden. Ich könnte mir vorstellen, dass es ihre Überlebenschancen deutlich verbessert, wenn sie an der nächsten Ortschaft anhalten und uns freilassen. Glauben Sie mir, ich habe ein gutes Gedächtnis. Versprechen halte ich. Befehl ist Befehl. Das sollten Sie als Soldat eigentlich wissen, Leutnant. Außerdem trage ich hier nicht allein die Verantwortung. Sollten Sie dem Untersturmführer Bader gegenüber einen solchen Vorschlag äußern, der schießt Sie auf der Stelle nieder, da können Sie sicher sein. Ich will so etwas nie wieder hören. Was wollte der Tommy? Pinkelpause. Schon wieder. Tja, diese Tommys halten halt nichts aus. What had Stiller told Bader of our conversation? Hopefully I hadn't made a grave mistake. Untersturmführer Bader was particularly feared by their special prisoners because he was a member of the SD. This unit, which was renowned, if you like, for its brutality, particularly at that stage in the war. And he was the one that actually would have executed, and said so, the special prisoners at the drop of a hat. At dawn, we entered the idyllic Pusta Valley. Just outside the small town of Niederdorf, or Villa Bassa in Italian, Stiller ordered the convoy to halt. Wer will, kann nach draußen gehen. Und wer die Begrenzung der Fahrzeuge verlässt, wird erschossen. Hauptscharführer! Zwei Wachen pro Fahrzeug abstellen. Jawohl, Obersturmführer. Our two transport leaders seemed at a loss and of very different opinions. Unterbringen. Verdammt nochmal, Stiller. Wir verlieren hier die Zeit. Der Partisane kann uns jederzeit angreifen. Und ein Amerikaner steht schon bei Verona. Die Gefangenen dürfen auf keinen Fall lebend in die Hände des Feindes fallen. So lautet der Befehl. Ich befehle hier, Untersturmführer Bader. Wir gehen jetzt in diese Ortschaft da vorne und fragen nach dem Weg zu diesem Hotel. Und wir versuchen, Verbindung zum Reichssicherheitshauptamt zu bekommen, zu Kaltenbrunner. Wir müssen uns rückversichern. Ja, wie Sie meinen, Obersturmführer. Ja, so meine ich. Wie Sie meinen. What was going on? They simply disappeared, with us sitting cluelessly in this alpine valley. ...700 kilometers to the north, the center of the Third Reich is crumbling. The Red Army has broken through to Berlin-Mitte. And the Reich Security Head Office, the SS center of power, has practically ceased to exist. The biggest thing, of course, was that their communications broke down. And so they couldn't, nobody could get in touch with anybody else.
And of course, it was practically impossible for couriers to transit from Berlin at that time. The odd aeroplane might have got through, but communications as we know them had totally broken down. So it was the end for the SS, effectively, and there was no control and no mechanism of control left. Many of the SS leadership flee into the Alps. Amongst them, Ernst Kaltenbrunner, Himmler's deputy and highest direct superior of Stiller and Baader. He has absconded to Altaussee in the Salzkammergut, where his lover waits for him. Kaltenbrunner was hoping to use these special prisoners as a bargaining chip for his own personal purposes, rather than perhaps for the Nazi state. I mean, just to save his own life, shall we say. He was aware of the situation regarding the hostages, but he didn't really know where they were. We sat in our buses for hours. Nothing happened. The tension rose steadily. Das ist doch sicher eine Falle. Man hat immer mit irgendwelchen grausamen Handlungen. We always expected some gruesome act. And that fed our anxiety. Everybody wondering what terrible thing could happen. Hier noch Schlimmes passieren und so. Und da hat meine Mutter auch zu uns gesagt, geht. Our mother said, don't leave the bus. Mildes Wetter ist und so weiter. Und dann hieß es, we were afraid that if anyone wandered into the forest, they would be shot. Dass sie dann erschossen werden würden. Yes, we were alarmed. What were our captors doing in Niederdorf? Were they wiring for the order to finally gun us down? Komm doch, liebe Kleine, sei die meine, sag nicht nein, du sollst bis morgen. Isa Vermehren, the cabaret artist with her accordion, attempted to keep the mood from tipping. Ist dir's recht? Na, dann bleib ich dir. Treu sogar bis um 10. Isa Vermehren fing an, auf ihrer Quetsche uns zu. Isa Vermehren began distracting us with her accordion and cheerful songs. Liedern, die Zeit zu füllen. Auf der Reeperbahn nachts um 12:30. Singen Sie mit, Fei. Ich bin nicht in der Stimme. Dann machen Sie schon für die Kinder. Ich will jetzt nicht singen. Für mich hat sie keine Moral und Aufrüstung. She didn't raise my morale. Für andere mag es gewesen sein. For others maybe, but for me it seemed improper. Als angebracht so. Mir war nicht danach. I wasn't in the mood. I didn't want to hurt Isa's feelings, but I wasn't in the mood either. To mighty London came an Irishman one day. As the streets are paved with gold, so everyone was gay. Singing songs of Piccadilly, Strand and Leicester Square. The Paddy got excited, and he shouted to them there. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. They were just helpless attempts to reduce the tragedy of the situation. Nothing more. Ich hab Hunger, Mutti. Geduld, mein Schatz. Wir kriegen was. Ganz bestimmt. Ich erinnere mich, dass der
Leon Blum, der in dem I remember Leon Blum spotted cress growing by the road and calling Cresson, Cresson. Meaning we could pick and eat it. We hadn't eaten since Reichenau. Ich mach das, Garibaldi. Ich geh raus. And then Colonel von Bonin, still in his Wehrmacht uniform, took the initiative. Wie bitte? Wir stehen schon viel zu lange. Und da gehen Sie jetzt einfach so raus, ja? Ich komme mit. Das wird die Wachen provozieren. Auf mich werden sie hoffentlich nicht gleich schießen. Sie sind der Feind. Von mir haben Sie Respekt. Ich werde aussteigen. Ganz wie Sie meinen, Oberst. Wenn ich ein Zeichen gebe, kommen die Frauen und Kinder. Die anderen bleiben sitzen. Alles klar. Wer ist hier der Wachhabende? Hauptscharführer Hermann, Herr Oberst. Scharführer. Wir alle haben seit der Abfahrt keine Verpflegung mehr bekommen. Und kein Wasser. Gehen Sie wieder zurück in den Bus. Ich habe mich wohl nicht klar genug ausgedrückt. Die Frauen und Kinder brauchen nun etwas zu essen. Wir haben nur noch sehr wenig. Wo ist die Proviantkiste? Bring die Kiste in den Bus. Was ist das jetzt? Hauptscharführer, Sie können die Kolonne nicht stundenlang auf offenem Feld herumstehen lassen. Wie auf dem Präsentierteller für die Flieger des Feindes. Ich kann's auch nicht ändern, Oberst. Ich werde jetzt mit den Frauen und Kindern in den Ort gehen. Wir unterstützen die Sturmführer bei der Suche nach Quartier und Verpflegung. Das würde ich mir an Ihrer Stelle gut überlegen. Sofort stehen bleiben, sonst wird geschossen. Boni! We knew, of course, what we were risking as we left the buses, but we felt this could be our chance. Now or never, that was our feeling as we went. All or nothing was our motto. Boni! Zwingen Sie uns nicht zu schießen! Die Angst war weniger. We were suddenly less afraid. It's hard to put into words. Either you do something or you don't. Oder man macht's nicht. I know that I was right behind Bonin, and he said, "You go to the center of town. No one will shoot you there." Machen Sie sich bemerkbar. Die Bevölkerung könnte unser Schutz sein. We sat down on the market square and immediately told everyone who we were. We mingled immediately and said our names. We felt this was our safety.
because that was our fear. We were being abducted and nobody knew where. Wo wir dann bleiben. Da hinten stehen noch Busse mit ganz vielen Leuten. Hey! Von Bonin! Was ist da los? Verdammt nochmal! Beruhigen Sie sich, Untersturmführer. Wir wollen alle fliehen! Wir unterstützen Sie nur bei der Suche nach Unterkunft. Unterstützen? Sie werden schon noch sehen, wie ich Sie hier unterstützen werde! Untersturmführer. Los, auf die Knie. Los, runter auf die Knie! Halt die Schnauze und geh runter! Los, fahr allein! Wir brauchen jeden einzelnen Soldaten. Du Vollidiot! Du kannst dich schon mal auf ein Kriegsgericht gefasst machen! Mit ihnen bin ich fertig. Wenn alle tot sind! Das ist mein Auftrag. He's unpredictable. He's completely unpredictable. I mean, he could have woken up out one day, got out of the wrong side of the bed, as they say, and thought, I'm just going to shoot these people. I'm fed up with them. I'm going to kill them. This man and his SD henchman would murder us at the first opportunity. That much was now clear. But first, we were relieved. Niederdorf's town hall was not the Waldorf Astoria, but nothing could have been better than a straw bed or a mattress at that moment. And finally, we could eat. It was touching how the townsfolk took care of us. We were deeply impressed by this heartfelt hospitality. We thanked the Lord for such a warm reception. For the moment, the SS had lost control over us. The Italian partisan general, Sante Garibaldi, took advantage of the situation and managed to flee and contact the partisans that had followed us since the Brenner. He tried to take command, which didn't prove easy, even if these fighters called themselves Garibaldini. Sante Garibaldi is the grandson of the Italian national hero Giuseppe Garibaldi. But he has no direct connections to the partisan group, the Garibaldini. The Garibaldini could be recognized by their red scarves. They're politically left, many of them communists. There are other partisan groups covering the whole political spectrum, all with one common goal, to throw the Germans out of Italy. During the first phase, the partisans, including the Garibaldini, fought a classic guerrilla war. But as of the fall of 1944, they had enough military prowess to conduct more complex military operations against the German troops and against the units of the Italian fascists. Sante Garibaldi's goal was to free the hostages with the help of these men. This was a case of Garibaldi trying to live up to, in a way, the image of his grandfather and be a liberator again and prove that he was a major partisan leader, mobilize the partisans of the area and launch some kind of attack to liberate the hostages. What was next? On the evening of April the 28th, that was anyone's guess. But for the moment, we were happy. Well, this is what I call an improvement. Certainly is, Wings. The lap of luxury, Jimmy.
Hier ist höchstens Platz für zwei Leute, Garibaldi. General. Io sono il comandante dei partigiani della Valposteria. Was soll das? Ich lasse mich von Ihnen kein zweites Mal aufhalten, Lieutenant. Und an Ihrer Stelle würde ich mir überlegen, wie ich hier schleunigst verschwinde. Die Partisanen hier im Norden fackeln nicht lange. Ach, unser Kommandant hier ist ein ziemlich impulsiver Mann. Man weiß nie, was er tut. Kommandante, andiamo. Signore. Well, what an improvement. Quite. Im Bett. Vielleicht ist das Schlimmste bald vorbei. But the night was anything but peaceful. Heidi, jetzt lass die Luft mal raus hier! Unseren Führer! Ja. Jawohl, zum Ole! Ja. Jawohl! Ohne diesen Verräter hätten wir einfach gleich abknallen sollen! Ja. Ja. Mit der ganzen Bagage! Genau! Der Prozess war! Jawohl! Absolut! Absolut zum Ole! Ja. Haben diese Menschen nichts Besseres zu tun, als sich zu betrinken? Die Alliierten kommen. Sie haben Angst, weil sie nicht wissen, wie es weitergehen soll. Und die Juden sind schuld! Genau! Und die Amerikaner! Ja! Ja. Und die Bolschewiken! So! Ja. Aber ich sag dir eins! Diese Schweine gehen noch ihren letzten Gang! Sieg! Heil! Sieg! Heil! Sieg! Heil! The SS drank themselves into a rage. A dangerous situation. Had Stiller and Bader reached their superiors and gotten the go for our murder? Apparently not. Otherwise, we would probably no longer be alive. We were like tinder. Only a spark was needed as darkness fell on the rooftops of Niederdorf. The fact that the officers in charge of the hostages were out of contact with Berlin or their chain of command actually made the position of the hostages even more dangerous because it would just take the whim of either Stiller or Bader to have these people shot. So I think it was those last two or three days are really, really dangerous, actually. The next day, April the 29th, 1945, the US Army frees the Dachau concentration camp and discovers its horrors. Half-dead prisoners shipped here by the SS from the north and the east in the last days before the liberation. A whole train full of corpses. Speechless terror. The general reaction was of complete and total surprise and horror, very often followed by sort of immediate reactions of let's kill the people involved in this. I mean, there are cases of Americans shooting concentration camp guards in the heat of the moment, having come across these horrors. Sometimes, of course, the guards are pointed out by prisoners. At other times, they just round them up, and I think that at Dachau there's certainly documented case of shootings of concentration camp guards by American occupying forces. In court, members of the SS would later relate the plan to use flamethrowers to torch the entire camp. The 29th of April, 1945 was a Sunday. Stiller allowed us prisoners a church service. Hey,
Colonel von Bonin had escaped from the guards. He was looking for a Wehrmacht office. Andate giù in paese, ma fate attenzione. Besucht jedes Gebäude und von Bonin wird sofort erschossen. Achtung! Oberst von Bonin, bitte melden Sie sofort ein Blitzgespräch mit dem Oberkommando der Heeresgruppe Italien an. General Röttiger oder Fietinghoff, persönlich. Zu Befehl, Herr Oberst. Aber ich muss Herrn Oberst darauf aufmerksam machen. Wir haben schon seit Tagen kaum mehr Verbindung. Versuchen Sie es trotzdem. Versuchen Sie es so lange, bis die Verbindung steht. Die Sache duldet keinen Aufschub. Weiter. Hindorf, Adler. Geben Sie her. Hier von Bonin. General Röttiger. Gott sei Dank, Sie sind es. Besuchen. Ich bin hier in Niederdorf im Pustertal mit einer Gruppe Sonderhäftlinge. Darunter Pastor Niemöller, die Familien von Schuschlik, Gördeler und von Stauffenberg. Und das SS-Begleitkommando droht, sie zu liquidieren. Bonin, schon wieder Sie! Das reicht jetzt endgültig. Ich lasse Sie wegen erneuten Fluchtversuchs erschießen. Obersturmführer. Ich will nichts hören! Obersturmführer, stille. Wir sprechen vielleicht noch von einer Woche Krieg. Und das wissen Sie auch. Mit wem haben Sie gesprochen? Denken Sie an die Zeit danach. Abführen. Jawohl. Los, mitkommen. Und Sonderbewachung. On April the 30th, the US Army takes Munich. Hitler's career had begun here. Now, it was over. Hitler commits suicide on the same day. Before that, he dismisses Heinrich Himmler due to his secret negotiations with the Allied powers. The murderous game is up. Stiller, was machen Sie denn da? Stiller! Das sehen Sie doch, Bader. Vernichte unsere Befehle. Ich werde das Kommando einem Häftlingskomitee übergeben. Sind Sie jetzt völlig verrückt geworden? Sie verbrennen kriegswichtiges Material! Von Bonin hat wahrscheinlich die Wehrmacht informiert. Die können jeden Moment hier sein. Die Wehrmacht hat ja nichts zu sagen! Um Gottes Willen, Bader, begreifen Sie doch! Ich bekomme keine Verbindung mehr zu Kaltenbrunner. Wir sind auf uns selbst gestellt. Ich habe Familie, zwei Kinder. Das Beste wird jetzt sein, wir sind ganz freundlich und wissen von nichts Böses. Sie lassen tun, dann knall ich Sie über den Haufen! Die Wehrmacht schießt, dann schießt ihr es auf! Es ist einfach vorbei, Bader. Hauptmann von Alfensleben hat das Kommando über den Transport der Gefangenen übernommen. Meine Herren, ich muss Sie bitten, mit mir zu kommen. Nehmen Sie die Waffe runter. Bader. Es ist vorbei, wenn es vorbei ist.
Now that was a spectacle. The SS realized that it was better to make off. Abteilung! Halt! SS, einsteigen! Hitler. Eintreten! Frau von Hassel. Zwei Kinder. Genau wie Sie. The photograph of my boys. I cannot describe how I felt as I held it again. And the SS actually left Niederdorf without a shot fired. It seemed a miracle. Die Todesangst war von uns genommen. Our mortal fear was gone because we knew the SS signified death and the Wehrmacht could mean life. Meine Damen, meine Herren, ich bin Hauptmann Wichert von Alvensleben. Ich habe das Kommando über den Transport übernommen. Sie stehen ab sofort unter dem Schutz der deutschen Wehrmacht. Under the protection of the German Wehrmacht. That sounded strange to my ears. For 5 years, Wings and I had tried to flee this gang. But in this case... Wie heißt ihr denn? Ich bin Hans-Dietrich Schröder. Aha. Und du? Ich bin Sibylle Maria Schröder. Ich bin Sissi von Schöschnick. Sissi. We welcomed the 1st of May at an almost beautifully unreal place in the mountains. A luxurious hotel at Lake Prags, still in hibernation. Vorher in einem Hotel so gewesen, nicht? Und das war auch It was my first time in a hotel. But it was a really special feeling. Ganz besonderes das Empfinden und überhaupt diese And I will never forget the time that followed. Unvergesslich geblieben und das ist ein Höhepunkt. It was an unforgettable highlight in my life. Was ich nie vergessen werde. We had been given a new life. Still I couldn't cherish it properly. I mourned my father, whom the Nazis had hanged. And my frantic worry about my two boys remained. Were they still alive? Where were they? Entschuldigung, dass es so kalt ist, Frau von Hassel. Ich werde Ihnen gleich noch ein paar Federbetten bringen. Alles ganz fabelhaft, Frau Hensteiner. Danke vielmals. Ich danke Ihnen. Darf ich eintreten, Frau von Hassel? Bitte sehr. Ganz schön kalt hier, oder? Vielleicht setzen Sie sich einen Moment. Sprechen Sie gerade aus, Oberst. Frau von Hassel,
Ihr Vater hat sich vor dem Volksgerichtshof, so berichten mir Vertraute, tapfer verteidigt. Er ist vor Freistaat nicht eingeknickt und hat bis zum Schluss für seine Überzeugungen gekämpft. Mein aufrichtiges Beileid, Frau von Hassel. Danke, Oberst. Ulrich von Hassel, Wilhelm Leuschner, Josef Birmer und Karl Gördler sind ehrlose, feige Verräter. Sie verschworen sich, Gördler sogar als politischer Kriegsspion für unsere Feinde, mit einer Gruppe eidbrüchiger Offiziere, die unseren Führer ermorden wollte. Sie sind für immer ehrlos und werden mit dem Tode bestraft. Es wurde uns zugetragen, meiner Mutter. Our mother and I were told that our father was no longer alive, murdered on a butcher's hook. Am Fleischerhaken. Das habe ich, da stand ich neben ihr. I caught my mother. Ich habe meine Mutter and aufgefangen. We embraced and we cried. Wir beide haben uns umarmt. That is how I experienced my father's death. So habe ich das Tod meines Vaters erlebt. Benigna's father, Karl Gördeler, is sentenced to death in February 1945. This is the last image of him. His brother Fritz, Jutta's father, is executed a few weeks later. Das war wirklich sehr mutig von Ihnen, Oberst. Wir stehen alle tief in Ihrer Schuld. Es war meine Pflicht, Lieutenant. Keiner außer mir hätte es tun können. Sie an meiner Stelle hätten genauso gehandelt. And then the radio brought us the news we'd all been waiting for. Um Mitternacht gab der deutsche Rundfunk dem deutschen Volk die Kunde, dass Adolf Hitler und seine Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzug gegen den Bolschewismus kämpfen, für Deutschland gefallen ist. On this 2nd of May, the Wehrmacht and the SS in Italy surrender. The Italian dictator Mussolini and his lover are lynched a few days earlier. The war in Italy is over, 1 week ahead of the rest of Europe. The US Army advances unhindered over the Brenner Pass. Only a few fanatical SS men and deluded Hitler youths resist. On May the 3rd, the Americans take Innsbruck without a fight. The American army had arrived on the doorstep, and the surrender of the German forces in Italy meant, of course, this was the end of the nightmare for the Allies of the Alpine Fortress or the National Redoubt or whatever name we give it. That nightmare was finally over for once and for all. On May the 4th, the first US divisions reached Lake Prags. There it was, our much longed for day of freedom. But after all the years in captivity, it was difficult to grasp reality. The American press bore down on us. A very pensive Colonel von Bornin, little Sissy Schuschnigg and her mother Vera. They were the journalists' darlings. Pastor Niemöller with his pipe. And the Schröder family. Ich hab bis heute Even now,
I have a fundamentally positive relationship with Americans stemming from this time. I experienced them as saviors. Colonel von Bonin was arrested, like all German soldiers here. Wenn ich Ihnen irgendwann behilflich sein kann, Oberst. Wir werden sehen, Lieutenant. Danke, Oberst. Beste Blank. I knew that even though we had gone through so much, hate wouldn't rule my heart. The US Army brings the freed hostages to Naples. Leon Blum and his wife. Kurt von Schusnick talking to an American and Pastor Niemüller. Alexander von Stauffenberg, a brother of the conspirator. Many of the former prisoners are brought to the Italian island of Capri and interned there. The Americans want to be sure whom they had just liberated. The children, however, have a grand time. Capri was like a holiday for me, filled with peace and beautiful experiences. The doorbell rang and Sissy came. Sometimes we visited her with an American taxi. And we always had time to play. The southern sun, the world was all right. But not for me. I couldn't appreciate the island's beauty. I only thought of my boys. We were searching for them. Where were they in this destroyed, murderous world? And it bordered on a miracle. But my mother actually found them in an orphanage. Corrado? Roberto? One of the happiest moments of my life. I remember perfectly. We met her at the entrance with my brother. There was no pain. My mother's laughter and the walk we took immediately around the house of my grandmother. It was a happy day. That's all I can remember, thanks to my mother. Reunited. But something remained from those days. 55 Jahre lang habe ich nicht drüber sprechen können. For 55 years, I couldn't speak about it. I believe us children should have received psychotherapy after 1945. It was hard to grasp.
Aber die Zeit damals war so. At the time, no one wanted to speak about what had happened. My father always said, let's start with a clean slate. Many people said, we want to forget everything and start anew in 1945.